Der nächste bitte. Oh Doktor, mir wird schwindelig. Ah, das bildet man sich ein. Ich glaube, das kann nur ein ganz besonderer Schwindel sein. Mein Blut, das wallt und kocht. Und mein Puls, der rast und pocht. So. Es geht bum-budi-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 bum. Oh, quel malheur, Madame. Passiert Ihnen das häufig? Ja, regelmäßig dann, wenn ich mich unterhalte mit einem ganz bestimmten Mann. Ach so. Dann bin ich wie verhext, ich verheddere jeden Text. Es geht bum-budi-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 bum. Oh, quel malheur, Madame. Entwickelte seit Jahren ganz spezielle Heilverfahren, doch hier steh ich und weiß leider keinen Rat. Jeder Doktor meint, es kennt ihn, jede Frau nur als Patientin, und als Mann ist er dann hochgelehrt und fad. Bitte? Ach Doktor, wollen Sie fühlen? Oh, bitte gern, Madame. Hier links, da sitzt das, was ich nicht genau beschreiben kann. Oh ja, jetzt geht's los. Ja. Tja, was machen wir da bloß? Es geht bum-budi-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 bum. Bum-budi-bum-budi-bum-budi. Oh, das kann gefährlich sein. Oh, Doktor, werden Sie mich untersuchen? Zeigen Sie mir bitte die Zunge. Ah. Mhm, nehmen Sie sie wieder her. Sehr gut. Meine interzirkulose, amoureuse Diagnose heißt bei Ihnen, Sie sind leider viel zu schön. Darf ich demzufolge hoffen, dass Sie mir nun endlich offen Ihre Seelentherapeutik eingestehen? Oh la la, oh tscha tscha. Oh Doktor, ich weiß etwas, das man dafür verschreibt. Ich garantiere für gar nichts mehr, wenn das bei mir so bleibt. Diese Therapie? Lieber Doktor, die sind Sie. Es geht bum-budi-bum-budi-bum-budi-bum-budi-bum-budi-bum-budi-bum-budi-bum-bum-bum. Bum-budi-bum-budi-bum-budi-bum. Oh, das kann gefährlich. Sehr gefährlich. Für uns beide sein. Herr Doktor, was raten Sie mir? Kommen Sie dreimal täglich zu mir.